Nur noch wenige Tage bis zur Wahl in den USA. Bleibt Donald Trump der Präsident oder wird es Joe Biden? Extrem spannende Sache natürlich, auch für Anleger. Es gibt aber leider ein Thema, um das scheren sich beide Kandidaten einen Dreck, nämlich die Verschuldung der USA. Die steigt immer weiter und um die geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Tja, noch wenige Tage nur noch bis zur Wahl in den USA. Das ist natürlich ein Thema, das kann man auch als Anleger hier nicht ignorieren. Ich habe dazu schon ein Video gemacht vor 3 Monaten. Ich habe mich da auch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und habe damals gesagt, das sieht für Donald Trump nicht besonders gut aus. Das war damals meine Prognose. Dafür gab es auch Kritik, Sie können sich ja mal ansehen. Ich habe verschiedene Argumente angeführt für meine Wahlprognose, unter anderem die Umfragen. Klar, was sonst. Das ist aber bemängelt worden, zu Recht auch. Man hat gesagt, die Umfragen haben ja 2016 auch schon daneben gelegen. Stimmt auch, Donald Trump war damals in den Umfragen hinten, er ist aber doch noch Präsident geworden. Man muss aber auch einfach sagen, Umfragen sind eben nur Umfragen. Sie sind aktuell zu einem bestimmten Zeitpunkt und alles andere ist ja auch gar nicht der Anspruch. Auf der anderen Seite wäre es aber auch unsinnig, wenn man Umfragen jetzt in so einer Sache komplett ignoriert. Oder wenn einem auch gar nichts anderes dazu einfällt, als dass man unter das Video schreibt, na, wer bezahlt denn eigentlich den Herrn Heinrich, dass er hier solche Fake News verbreitet? Manipulierte Wahlumfragen der Lügenpresse. Jeder soll seine Meinung haben, aber wir wollen jetzt hier auch nicht auf das Niveau zurückfallen, das der US-Wahlkampf leider sowieso schon hat. Wir sind ja hier immer noch in einem zivilisierten Land. Wie ist die Lage jetzt in dieser Wahl? Bei den Umfragen, da hat sich jetzt nicht viel geändert. Also Joe Biden liegt nach wie vor vorn, aber sein Vorsprung hat sich in den letzten Tagen etwas verringert. Dann viele Amerikaner haben schon gewählt über Briefwahl und interessanterweise ist es wohl auch so, dass die Wähler auch nicht besonders unentschlossen sind diesmal. Also die wissen diesmal relativ gut schon, was sie wollen und für wen sie sind. Das Wichtige ist, ob man diese Wähler jeweils auch mobilisieren kann. Das ist vor allem wichtig für Joe Biden. Joe Biden ist eigentlich kein starker Kandidat. Er ist jetzt nicht die vermeintlich große Lichtgestalt, so wie Barack Obama oder also niemand, dem man jetzt den Friedensnobelpreis schon gibt, bevor er irgendwas machen kann. Aber viele Leute mögen Joe Biden zumindest oder sie mögen ihn zumindest mehr als Hillary Clinton vor 4 Jahren. Und ich halte es immer noch für relativ wahrscheinlich, dass Joe Biden diese Wahl auch gewinnt. Und wenn es so kommt, auch in Anbetracht meines Videos vor 3 Monaten, spätestens dann sollten Sie meinen prognosestarken Kanal aber endlich auch mal abonnieren, falls Sie es bis jetzt noch nicht gemacht haben. Dabei dann bitte auch immer die Glocke gleich drücken, dann sehen Sie nämlich auch, wenn neue Videos von mir da sind und würde mich natürlich sehr freuen, Sie zu gewinnen. Aber was die Wahl betrifft, wir werden sehen, noch ist alles offen. Wenn man die Nachrichten bei uns verfolgt über diese Wahl, dann könnte man meinen, ja, dass die Amerikaner Donald Trump sowas von satt haben und dass auch die Wirtschaft und die Anleger jetzt wirklich froh wären, wenn der Kerl endlich mal weg wäre. Weil er eben ein Chaot ist, weil er unberechenbar ist und weil er eben auch diese ganzen Handelskonflikte ja vom Zaun gebrochen hat. Die haben der US-Wirtschaft wirklich auch geschadet und die haben bis jetzt auch noch gar nichts gebracht eigentlich. Das US-Handelsbilanzdefizit war im August bei 67 Milliarden Dollar und damit auf dem höchsten Stand seit 2006. Das ist die Ironie auch an dieser ganzen Geschichte. Also ein Riesengedöns mit den Handelskonflikten und trotzdem ist das Defizit weiter gestiegen, anstatt zu fallen, wie es erhofft war. Mit anderen Worten, also die Wirtschaft, der Mittelstand, die dürften ihn jetzt nicht besonders mögen. Das stimmt aber so nicht. Die sind jetzt nicht der harte Kern bei den Trump-Wählern. Den harten Kern, den sehen wir ja zurzeit jeden Tag im Fernsehen. Das sind die konservativen Weißen in der Provinz, also vermeintlich Verlierer der Modernisierung, so werden sie immer dargestellt, bewaffnet bis an die Zähne. Und wenn sie denen sagen, der Mensch stammt vom Affen ab, dann werden sie auch sofort erschossen. Die Leute gibt es natürlich auch. Es gibt aber auch viele ganz normale Unternehmer und Mittelständler, die auch mit Trump sympathisieren, weil sie von ihm auch profitiert haben. Durch die Steuererleichterungen zum Beispiel, was bei uns stark unterschätzt wird als Thema. Und Joe Biden im Gegensatz dazu, der will einen Teil dieser Steuererleichterungen wieder zurücknehmen. Das ist ein ganz zentraler Punkt in seiner Agenda, dass man Konzerne und Wohlhabende insbesondere wieder deutlich stärker besteuert. Und damit macht er sich natürlich auch bei den ganzen Anlegern keine Freunde, weil dadurch ja auch die Gewinne bei den börsennotierten Unternehmen definitiv zurückgehen würden. Und dadurch kann man sagen, der Schrecken der Anleger, das ist eher Joe Biden momentan als Donald Trump. Es gibt aber auch auf der anderen Seite Aktien, die könnten von einem Sieg von Joe Biden profitieren. Ich gehe darauf jetzt nicht im Detail ein, sondern dazu kriegen Sie morgen einen extra gratis Zukunftsmärkte-Report. In dem geht es eben darum, welche Sektoren profitieren, wenn Joe Biden die Wahl gewinnt. Aber auch, was könnten die Folgen sein jetzt für die Weltpolitik, für den Welthandel, zum Beispiel für chinesische Aktien, zum Beispiel auch für russische Aktien. Und die Zukunftsmärkte-Reports von uns, die sind gratis, wie gesagt. Sie müssen sich nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link, der ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Morgen geht der Report raus, dann haben Sie ihn auch rechtzeitig noch vor der Wahl. Aber jetzt mal zur Verschuldung. Das ist ein Thema, da haben weder Joe Biden noch Donald Trump die Antwort drauf, beziehungsweise es ist eigentlich sogar ja noch viel schlimmer. Sie sind auch in hohem Maße Teil des Problems und das ist sehr bedenklich. Die Schulden steigen natürlich überall zurzeit fast, nicht nur in den USA, aber sie steigen in den USA besonders stark. Und die USA sind eben auch nicht irgendein Land, sondern sie sind die führende westliche Volkswirtschaft, sie haben die Weltleitwährung und sie haben eine zentrale Bedeutung im globalen Finanzsystem, die in den letzten Jahren noch gewachsen ist. Das Fiskaljahr ist gerade zu Ende gegangen. Das haben die USA abgeschlossen mit einem Defizit von 3,1 Billionen Dollar. Und dabei muss man sich vorstellen, dass der Staat nur 3,4 Billionen eingenommen hat, aber 6,5 Billionen ausgegeben. Das heißt, die Ausgaben waren fast doppelt so hoch wie die Einnahmen und auch das Defizit ist fast doppelt so hoch wie die kompletten Staatseinnahmen gewesen. Das ist also der Staatshaushalt der USA, nicht Eritrea, auch nicht Mosambik, sondern der Haushalt unserer führenden Wirtschaftsnation. Es war natürlich auch ein Sonderfall durch die Coronaviren-Krise. Die USA haben ein riesiges Hilfsprogramm aufgelegt, es war 4 Billionen Dollar schwer ungefähr und ich sage auch nicht, dass das falsch gewesen ist, weil der Wirtschaftseinbruch durch die Virenkrise, der ist natürlich dramatisch und da braucht man auch riesige Staatshilfen, damit man sowas halbwegs wieder auffangen kann. Nur, wenn irgendwas richtig ist, dann heißt es ja nicht automatisch, dass es nicht negative Folgen hätte. Und was in dem Fall ja noch dazu kommt, die Schulden in den USA sind nicht nur durch die Corona-Krise so stark gestiegen, sondern sie steigen ja schon sehr lang. Das ist die Staatsverschuldung in den USA in Billionen Dollar. Und zwar nur die letzten 8 Jahre. Und was wir hier sehen, sie gehen schon seit Jahren nach oben und zwar steil und auch durchgehend. Wir sehen außerdem, wie wir hier immer wieder an diese Schuldenobergrenzen gestoßen sind, sowohl unter Obama als auch unter Trump. Da gab es dann ja immer diese Shutdowns und der Kongress hat dann drüber gestritten, wie man das in Zukunft irgendwie eindämmen kann. War aber alles sinnlos und alles umsonst. Es ging immer so weiter. Und jetzt in der Corona-Krise sind sie natürlich komplett durch die Decke gegangen. 2012 schlussendlich waren wir noch bei 15 Billionen Dollar, jetzt sind es schon über 27 Billionen Dollar. Das heißt 216.000 Dollar Schulden auf jeden amerikanischen Steuerzahler. Und was da noch gar nicht drin enthalten ist, das sind die Schulden der Bundesstaaten, das sind die Schulden der Kommunen, Dann natürlich Schulden von den amerikanischen Unternehmen, die ja in der Niedrigzinsphase auch immens gestiegen sind. Und die Schulden der amerikanischen Verbraucher, da sind auch viele bis zur Halskrause verschuldet. Und wenn wir das alles zusammennehmen, dann kommen wir auf eine gesamtwirtschaftliche Verschuldung der USA von 346% vom Bruttoinlandsprodukt. Und das ist ein Wert, bei dem wundert man sich, dass sich da überhaupt noch irgendwas bewegt, dass es da überhaupt noch irgendein Wirtschaftsleben gibt. Was ist die Antwort von Donald Trump oder von Joe Biden auf diese existenzielle Herausforderung? Ist völlig klar, wir machen noch mehr Schulden. Wir haben ja auch noch ein bisschen was auf dem Zettel. Es gibt in den USA das sogenannte Komitee für einen verantwortungsbewussten Haushalt, das ist überparteilich, und die haben jetzt mal überschlagen, was da so die Pläne von Trump und Biden sind und was die kosten würden und welche Belastungen es bringen würde. Donald Trump zum Beispiel, der will mehr Steuersenkungen noch, das wären 1,3 Billionen $, die nächsten 10 Jahre, Infrastrukturausgaben 2 Billionen $, dann 650 Milliarden zusätzlich für Militär und für Raumfahrt, das sind insgesamt zusätzlich knapp 5 Billionen $. Wohlgemerkt, zusätzlich zu dem Defizit, das jetzt ja schon da ist. Und Joe Biden noch schlimmer. 3 Billionen für Umwelt- und Klimaschutz, 2,7 Billionen für Kinderbetreuung und für Erziehung, 1,9 Billionen für Gesundheitsfürsorge, es sind insgesamt 5,6 Billionen auf die nächsten 10 Jahre. Es wäre noch deutlich mehr, aber er will ja im Gegenzug auch die Steuern erhöhen. Jetzt nicht für den Schuldenabbau, sondern natürlich für seine Programme. Nur, ob er diese Steuererhöhungen wirklich auch durchzieht, jetzt schon in der Krise, die ja auch noch eine Weile da sein wird. Das ist auch fraglich, würde ich mal sagen. Mit anderen Worten, wir haben jetzt schon in den USA ein hohes strukturelles Defizit. Die Schulden steigen jetzt schon stark, trotz niedriger Zinsen, die wir ja gehabt haben. Aber weder für Trump noch für Biden ist es in irgendeiner Weise offenbar ein Problem, sondern beide werden jetzt im Billionenumfang zusätzlich noch draufsatteln. Und das wirft ein paar unangenehme Fragen auf, würde ich sagen. Also erstmal ganz grundsätzlich. Ich glaube, wir haben wirklich langsam ein Demokratiedefizit. Die Ansprüche an den Staat, die steigen immer mehr, überall. Jeder fordert und die Politik macht. Und wenn sie nicht macht, dann hat sie versagt. Und der mehr verspricht, der wird natürlich auch gewählt. Und Schulden, die man dafür machen muss, die tun ja erstmal keinem weh. Es ist natürlich auch in Diktaturen so, dass da meistens ja noch schlechter gewirtschaftet wird. Auch die haben einen Legitimationsdruck, darf man natürlich nicht vergessen. Aber ich glaube trotzdem schon, wir brauchen auch in unseren Demokratien endlich wieder eine Debatte darüber, was der Staat leisten soll und wie er das auch leisten soll. Es gab diese Debatten früher oft, die sind aber völlig verstummt. Und man sieht aber in den USA, wohin sowas führen kann. Punkt 2, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? Ich habe vor einem Jahr ein Video gemacht zur Modern Monetary Theory. Die besagt ja, Staatsschulden überhaupt kein Problem, egal wie hoch sie sind. Die kann ja alle einfach die Notenbank aufkaufen. So sollten wir es machen. Das ist jetzt natürlich noch nicht die offizielle Haltung von unseren Staaten. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann kommt genau das. Es ist ja zum Teil auch heute schon so. Und eine solche Haltung, also ob es jetzt offiziell ist oder inoffiziell oder wie auch immer, die kann wirklich den Geldwert und das Vertrauen ins Finanzsystem komplett untergraben. So argumentieren ja auch viele Goldfans. Ich bin normalerweise einer, der ja immer wieder mal versucht, den harten Edelmetallbullen, die ein bisschen zu bremsen ab und zu mal. Aber das permanente Schuldenneuaufnahme, explizit unter Dauereinsatz der Notenbank oder auch nur der Anschein davon, da, liebe Edelmetallfreunde, muss ich sagen, da bin ich komplett bei Ihnen. Da dürfen wir auf gar keinen Fall hinkommen, nur leider ausgerechnet in der führenden Wirtschaftsnation im Westen sind wir schon auf dem besten Wege dahin. Tja, und noch ein letzter Punkt, kurz zur geistig-moralischen Verfassung unserer Kapitalmärkte. Wir haben ja gesehen, wie die Verschuldung hochgeschossen ist, auch unter Donald Trump. Und das ja trotz der guten Wirtschaftslage, wie man immer wieder lesen kann. Man könnte jetzt aber auch auf die Idee kommen, dass es genau umgekehrt war, dass die Wirtschaftslage unter Trump eben nur deshalb noch so gut war, weil es riesige schuldenfinanzierte Steuererleichterungen gegeben hat und dass die US-Wirtschaft ansonsten viel weniger gut ausgesehen hätte oder vielleicht sogar ziemlich fertig gewesen wäre. Das kollidiert natürlich mit dem Aktienmarkt. Wenn Sie sich den anschauen, die letzten 10 Jahre, dann denken Sie, die USA sind unter allen Ländern wirklich das gelobte Land. Es gibt da natürlich starke Unternehmen, das weiß ich auch. Aber eins muss man auch mal ganz klar sagen. Seit der Finanzkrise, da stürzt sich der Markt auf jedes Krümel Wachstum, das er noch irgendwie finden kann. Aber er hat überhaupt keine Wahrnehmung mehr dafür, woher dieses Wachstum kommt. Und darum haben wir seit über einem Jahrzehnt auch eine Situation, dass der Markt die Währungsräume belohnt, wo das Wachstum künstlich aufgebläht wird, durch Niedrigzinsen, durch Schuldenaufnahme oder durch beides. Und dass er aber die Währungsräume, wo das nicht in dem Maße passiert, dass er die abstraft. Zum Beispiel die Emerging Markets, was ja auch mein eigentliches Anliegen ist, wie Sie wissen. Das ist aber kein Zustand, das ist nicht rational und das wird auf Dauer auch nicht so bleiben. Das nur mal als kleiner Gedankenanstoß. Ich bin mir sicher, dass ich dazu noch viele Videos machen werde und ich hoffe natürlich, dass Sie sich die auch alle dann ansehen werden wieder. Am besten als neue Abonnenten vom Zukunftsmärkte-Kanal natürlich. Und nicht vergessen, Sie müssen sich auch noch eintragen für den Zukunftsmärkte-Report morgen, den Report zu den Ländern und zu den Aktien, die interessant sind, falls Joe Biden die Wahl gewinnen sollte. Wir wollen ja irgendwie von dem ganzen Schlamassel dann doch auch profitieren. Alles Gute Ihnen, bis bald und Dankeschön fürs Zuschauen.